begrüße Sie recht herzlich auch im Namen meiner Kollegen Dr. Wilken und Herrn Wandschneider anlässlich der Präsentation unseres Seminarbusses Schulbusbegleiter hier vor den Türen der Volksbank Bravo Eisarena, die, wie Sie wissen, ja auch zu den Stadtwerken gehört, genauso wie die BVG. Ja, weil Sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir in einem Bus einen geregelten Ablauf haben, dass Gewalt vermieden wird und dass Schüler somit sicher zur Schule kommen und von der Schule wieder nach Hause kommen. Wir als VB Bravo Stiftung unterstützen die Arbeit von Kindern, also für Kinder und Jugendliche. Und das ist ein ganz wichtiges Projekt für uns, dass wir es ermöglichen können, zusammen mit den anderen Partnern diese Sicherheit zu ermöglichen auf dem Schulweg. Das Schulbusbegleiterprojekt gibt es seit 2002, also insgesamt jetzt 9 Jahre. In diesem Projekt werden Schüler der 8. Klasse durch ein Verhaltenstraining geschult, Zivilcourage zu zeigen. Also nicht wegschauen, sondern hinsehen, wenn es zu Streitigkeiten, zu Konflikten oder zu Sachbeschädigungen im Bus kommt. Also es ist nachweislich so, dass die Sachbeschädigungen in den Bussen der WVG zurückgegangen sind. Und es bringt auch etwas im Sozialverhalten der Schüler. Das heißt, sie haben ein besseres Verhalten untereinander, in den Gruppen, in den Klassen, aber auch in den Familien. Ich fand das erstmal ganz schön interessant, also hat mich sofort angesprochen und deswegen wollte ich das machen. Ich glaube, ich bin sehr offen, gehe sofort zu den Menschen und deswegen glaube ich, bin geeignet. Weil es mir wichtig ist, dass halt irgendwie die Gewalt halt weniger wird und weil ich halt auch schon öfters in so einer Situation war, dass zum Beispiel irgendwie Besoffene irgendwelche Kinder bedrängt haben und weil ich halt auch möchte, dass man sowas halt verhindert. Ein kleiner Junge wurde bedroht von 2 Größeren. Und ich wusste halt nicht, wie ich reagieren sollte. Und wollte ich halt mich darüber informieren, wie man in so einer Situation reagieren kann.